Korfu entdecken, Teil 13. So, wir sind hier eine Straße lang gefahren. Hier sieht man das. Wir befinden uns hier ungefähr 10 Kilometer westlich von Moraitica, allerdings an der Westküste von Korfu. So, hier steht unser Auto. Okay, weiter geht's gar nicht. So, jetzt laufe ich hier mal lang. Die Straße, man könnte denken, ja, alles gut. Ja, dann geht es hier weiter. Und dann ist hier Schluss. Hier sieht man noch, wie die Straße hier mal weitergegangen sein muss. Alles weggebrochen. Vor wie vielen Jahren das mal passiert ist, das kann man nicht sagen. Hier guckt man natürlich wieder wunderschön runter. Hier diese Steilküste. So, jetzt gehe ich hier mal natürlich mit einem Umweg. Ich werde um Gottes Willen jetzt hier nicht rüberlaufen. Das ist ja alles hohl. Ich laufe jetzt mal hier links lang. So, jetzt bin ich hier gleich auf der anderen Seite. Hier taucht die Straße wieder auf. Ja, und hier ist natürlich dann Zaun, dass man von der anderen Seite her da nicht weiterfahren soll. Endet eben auch im Nichts. Und man sieht wieder den Abgrund. Also mit Abgründen habe ich es jetzt hier im Moment auf der Insel Korfu. Auch natürlich ein wunderschöner Blick in westliche Richtung aufs Meer. Ja, und hier ist irgendwie so eine Villa oder sowas. Ansonsten trifft man hier kaum eine Menschenseele. So, jetzt gehe ich die Straße mal ein Stück weiter, wo wir gekommen sind. Anfangs ja habe ich das ja gezeigt. Und jetzt hier was Interessantes. Hier ist so eine Sitzecke. Es war wahrscheinlich immer mal eine schöne Sitzecke. Hier sind noch alte Laternen und eben dieser Holzzaun. Und interessant ist, hier ungefähr 7-8 Meter existiert der Holzzaun nicht mehr. Auch hier muss was passiert sein. Abbruchkanten. Hier natürlich Maschendrahtzaun gesperrt, klar. Fehlt. Hier. Und dann geht es da wieder weiter. So, jetzt gehe ich noch mal ein Stück in die andere Richtung. Jetzt wird es noch interessanter, wie es hier mal gewesen sein muss, vor zig Jahren. Da gab es wirklich mal einen Strandzugang, der schon total zugewachsen ist. Hier auch wieder steil runter. Und hier ist so eine Treppe aus Metall. Und dann geht das hier runter. Das muss mal richtig angelegt worden sein hier mit diesen Rangpflanzen hier links und rechts. Aber kreuzgefährlich. Also das sollte man nun nicht mehr machen. Wer es will, sollte es wagen. Ich mache es nicht. Und dann natürlich hier noch, das ist die letzte Impression jetzt von Teil 13, hier nochmal ein Blick aufs Meer in nördliche Richtung. Ja. Korfu und die Abgründe, da haben wir sie wieder. Und tschüss.